KI-Bilder und Videos sind eine wahnsinnig faszinierende Sache. Und jeder nutzt es, jeder liebt es und jeder ist darauf gespannt, was diese Technologie noch in naher Zukunft mit sich bringen wird. Und in diesem Video wollen wir dir ein paar KI-Tools zum Generieren von Bildern und Videos vorstellen, die du sicherlich so noch nicht kanntest. Also starten wir direkt rein. In diesem Video soll es jetzt nicht um ChatGPT per se gehen oder auch jetzt nicht unbedingt um Midjourney, denn das sind Tools, die sehr bekannt sind und je nachdem, wie man sie nutzt, können sie auch etwas komplex sein. Fürs erste KI-Tool stelle ich dir daher einfach Flux vor. Flux.1 Black Forest Labs oder wie man es auch immer nennen mag, ist ein sehr, sehr schnelles KI-Tool, um dir Bilder zu generieren und stützt sich auf Midjourney. Es ist quasi die einfache und schnelle Version von Midjourney. Das heißt, du kannst da in 10 bis 20 Sekunden ein sehr, sehr fotorealistisches KI-Bild erstellen und hast auch ein paar Parameter, um dieses KI-Bild vielleicht noch etwas größer zu machen. KI-Tool Nummer 2 ist Upscale. Und nein, es ist kein Tippfehler, denn Upscale wird in diesem Fall wirklich genau so geschrieben. Und wie der Name schon sagt, hilft dir dieses Tool dabei, einfach Bilder hoch zu skalieren. Das heißt, du kannst niedrig auflösendere Bilder einfach nehmen, da hochladen und es gibt dir ein sehr hochauflösendes Bild wieder. Letzten Endes, was dieses Tool macht, und ich habe es auch mit mehreren verschiedenen Bildern getestet, es wird das Bild einfach nur hochskalieren. Gewisse Pixel werden eben ausgefüllt, also Bereich, der vielleicht vorher gar nicht da war, der wird einfach mit Pixeln ausgefüllt, wo sich die KI dann einfach errechnet, okay, basierend auf der Umgebung könnten da die und die Pixel sein und das wird auch etwas nachgeschärft, das Bild. Das heißt, es wird jetzt nicht brutalst scharf sein und es wird auch nicht eine krasse Auflösung haben, das Bild, was du da bekommst, aber von allen Hochskalierungstools ist das so das effektivste und beste, was ich genutzt habe. Zusätzlich gibt es dazu auch eine kostenlose App. Das nächste Tool ist Mocha.ai. Dieses Tool, wie der Name schon sagt, erstellt dir einfach sehr schnell richtig gute Produkt-Mockups. Wir haben es in diesem Fall einmal getestet, indem wir einfach ein Bild eines Törtchens hatten, dieses aufgeschnitten haben und dem Tool zur Verfügung gestellt haben. Und es funktioniert wahnsinnig einfach und super, super gut, denn der Vorteil daran ist einfach, das Tool nimmt nicht einfach nur das Produkt, was du hast und packt es vor einen Vordergrund, sondern der Hintergrund, wo sich dieses Produkt befindet, der wird auch sogar mit den Lichtverhältnissen auch entsprechend angepasst, sodass sich dieser Hintergrund auch sehr, sehr deinem Produkt fügt. Denn das ist häufig in der Produktfotografie die größte Herausforderung, wenn du vielleicht einen Shot hast von deinem Produkt, dieses irgendwo anders hinzustellen, dass dann da immer es Differenzen gibt in den Lichteinstellungen. Und in diesem Fall hilft dir Mocha AI sehr, sehr gut aus. Das nächste Tool ist Flicky.ai. Hier bewegen wir uns jetzt im Bereich der AI-Videoerstellungstools. Und dieses Tool kann einfach einen Blogbeitrag nutzen oder vielleicht einen Instagram-Post oder einfach ein Skript, was du hast, und dir daraus ein reines AI-Video generieren. Du hast dabei die Möglichkeit, entweder Stock-Footage zu nutzen, dass sich die AI dann automatisch raussuchen wird, basierend auf dem Inhalt, oder es kann dir eben auch AI-Bilder und Videos erzeugen. AI-Videos bei diesem Tool, die waren nicht immer sehr, sehr, sehr smooth und teilweise auch sehr hackelig, aber es ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dir sehr schnell Videos aus Stock-Footage eben zu erstellen. Ich persönlich würde solche Tools überhaupt nicht nutzen, da sie sehr, sehr generisch aussehen und man da einfach genau sieht, dass einfach ein gewisses Maß Authentizität bei diesen Videos fehlt. Ich nutze es aber hin und wieder mal als Inspirationsquelle, wenn es darum geht, Sachen zu skripten oder eben ein Gefühl dafür zu bekommen, gewisse Videos vielleicht im Schnitt zu verbessern. Und die letzten beiden Tools sind ImagineArt und Morph Studio. Diese beiden Tools generieren dir aus Prompts KI-Videos. Du hast dabei auch die Möglichkeit, genau zu bestimmen, wie du vielleicht eine gewisse Kamerabewegung haben möchtest, wie sich ein gewisses Objekt bewegen möchte, welchen Stil das Video haben soll. Natürlich dauert die Generierung bei diesen Tools wesentlich länger, da du ja jetzt ein ganzes Video bekommst, aber die Ergebnisse können sich sehen lassen. Wenn du vorhast, zum Beispiel ein Anime zu erstellen oder vielleicht ein simples Video haben möchtest, wo du vielleicht in einem anderen Video das mit diesem KI-Video ausfüllen möchtest, dann ist es eine gute Gelegenheit. Aus einer sehr, sehr professionellen Videosicht sieht man aber einfach, dass das KI-Tool einfach einen Prompt nutzt und daraus dir mehrere Bilder erstellt und diese aneinander klebt und dir dadurch eben das Video generiert. Und es sieht einfach noch zu sehr gefaked aus. Also die Erstellung von KI-Videos ist noch nicht auf diesem Punkt, wo jetzt professionelle Videoproduzenten sagen würden, hey, das ist jetzt super realistisch, das nehme ich jetzt.
Aber auch hier, diese beiden Tools eignen sich in allererster Linie als sehr, sehr gute Inspirationsquelle. Vielleicht, wenn du auch gewisse Moodboards erstellen möchtest oder gewisse Ideen einfach skribbeln möchtest. Also, das war's jetzt an dieser Stelle mit diesen KI-Tools zu Bilder und Videos, die du vielleicht so noch gar nicht kanntest. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal für weitere KI-Tools und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!